Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich nehme das gerade zum zweiten Mal auf, weil ich mit dem anderen unzufrieden war. Und habe es aber schon hochgeladen gehabt. Habe es jetzt runtergenommen und nehme es nochmal auf. Heute ist Cyber Monday. Es kommt immer nach dem Black Friday. Und aber ich habe mir nichts mehr gekauft. Ich habe alle Weihnachtsgeschenke und alles benannt. Und auch kein Geld mehr. Und ich habe heute die Teilzahlung für mein Handy geleistet. Wie jedes Monat. Und somit ist das meiste Geld weg. Heute wäre die Volkshilfe gekommen. Die sind aber zu spät gekommen, erst um 10:30. Und um 11 habe ich Gesprächstherapie gehabt am Telefon mit Christoph. Und deswegen haben wir sie nach Hause geschickt. Und ich bin heute am Abend duschen gegangen mit meiner Mutter. Ich habe mit Christoph gesprochen über dieses und jenes, über Corona und so. Und dass sich nicht viel ergibt in letzter Zeit, was man so tun kann. Und auch, dass ich ihn nicht erreicht habe. Ja, das haben mehrere Leute gesagt und es dürfte an sein Handy gelegen haben, dass er nicht erreichbar war oder die SMS auch nicht angekommen. Weil ich habe die richtige Nummer benutzt und ich habe auch die SMS noch. Aber sie sind einfach nicht angekommen. Aber es haben sich mehrere Leute beschwert. Sonst war heute noch Corinna da. Bis um 3:30. Weil ich gedacht habe, dass um 4 Anke kommt. Und ich habe sie dann nach Hause geschickt. Wir waren spazieren. Es hat 3-4 Grad draußen. Und da möchte ich schon immer gern spazieren gehen. Weil es angenehm ist und nicht zu kalt. Zumindest mit dicker Jacke und Decke nicht. Und wir haben uns einen Kaffee gekauft im Spar. Und haben dann auch zu Hause noch Kaffee getrunken. Und getratscht. Und es war ganz nett. Aber es war jetzt kein besonderer Tag. Morgen ist ja der erste Advent. Also das erste Türchen, der erste Advent war schon. Die erste Kerze brennt seit Sonntag. Morgen können wir das erste Türchen aufmachen. Vom Adventskalender. Und das freue ich mich schon. Morgen kommt auch Sonja, da habe ich mehr zu tun und mit der verstehe ich mich auch besser. Corinna hat am nächsten Montag einen Vorstellungstermin und einen Probearbeitstag und ich hoffe, dass sie dort bald anfangen kann, weil ich das ziemlich anstrengend finde, wenn ich sie mal so früh nach Hause schicke und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Und das einfach besser wäre, wenn sie jetzt eine andere Stelle hätte. Nicht, weil ich sie nicht mag, ich mag sie gern. Aber weil es einfach besser wäre. Ich habe noch keine Assistenten-Vorschläge bekommen. Das kann auch noch eine Weile dauern. Bezüglich Corona ist es immer etwas eingeschränkt. Und das kann, wie gesagt, noch ein paar Wochen dauern. Am Freitag telefoniere ich mit Kerstin
Und am nächsten Montag wieder mit Christoph. Aber diesmal um 16 Uhr. Weil der Corinna hier nicht da ist. Und irgendwie habe ich das zufällig gut gewählt, weil ich nicht wusste, dass Corinna einen Probearbeitstag hat. Aber sie hat mir nachher gesagt. Und um 16.30 Uhr werde ich spätestens hier nach Hause fahren. Also wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Ja, das Cyber Monday. Noch immer viele Angebote im Internet und so. Aber das wird irgendwie schon zu viel. Mit Black Friday und der Black Friday Woche auf Amazon und den Vorverkaufsmonaten für Dezember und weiß nicht noch was. Was es alles gibt, das ist unglaublich. Da bekommt man Zeug nachgeschossen. Auch viele Ramsch. Aber naja. Ich freue mich auf morgen, auf das erste Adventskalender-Türchen. Ich habe ja einen Adventskalender von Purely und bekomme einen Adventskalender von Sonja. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber sie wird mich überraschen. Ich hoffe, sie ist bis morgen fertig, aber mal schauen. Ich werde mich dann irgendwie bei ihr bedanken, wenn es möglich ist. Und irgendwas wird mir schon einfallen. Und meine Haare stehen mir zu Berge, weil sie elektrisch sind. Und noch immer nass. Zumindest hinten. Und oben trocken. Mein Vater arbeitet an der Modelleisenbahn. Deswegen klopft es hier. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines, bis zum nächsten Mal.